Bei der betrüblichen Entwicklung, die Sie geschildert haben, habe ich einen Begriff vermischt, und das dürften Sie wahrscheinlich als Politiker auch nicht aufführen, ansprechen, und zwar den Begriff der Schuld. Ich bin der Meinung, wie mit dem Begriff der Schuld umgegangen wurde, insbesondere von unserem Präsidenten, das hat eine große Rolle gespielt bei der Entwicklung, Entmündigung des Volkes. Ich habe das Kriegsende ja noch erlebt, als damals Neunjähriger, und ich weiß, was Heuss gesagt hat zum Thema Befreiung. Heuss hat gesagt, das war ein Paradoxon, wir waren vernichtet und erlöst zugleich. Und mit diesem Begriff konnten wir 40 Jahre leben, sehr gut. Und niemand im Ausland hat von uns verlangt, dass wir noch tiefer in der eigenen Schuld graben. Bis Weizsäcker kam 40 Jahre später und hat daraus eine Befreiung gemacht. Niemand hat vorher von Befreiung gesprochen, und ich kann das versichern, das konnte ich damals noch miterleben. Die Generation, die das Kriegsende erlebt hat, da hat niemand von Befreiung gesprochen, außer denen natürlich, die im KZ waren, das ist klar. Aber vom Volk hat niemand von Befreiung gesprochen. Und jetzt nochmal, 40 Jahre, 30 Jahre später, unser neuer Präsident hat da noch einen draufgesetzt. Der hat gesprochen von Befreiung, und wir haben allen Grund, dankbar zu sein für den aufopferungsvollen Kampf der Soldaten, der Alliierten. Ich habe das alles miterlebt, mit Flucht aus Ostpreußen und die ganze Geschichte mit Bombennächten in Berlin und so weiter. Und wenn ich das so höre, dann sage ich mir, hat der wohl einen über den Durst getrunken? Oder? Was hat ihn veranlasst, so etwas zu sagen? Und wie wird die Entwicklung noch weitergehen? Also der Begriff der Schuld spielt eine große Rolle. Und ich möchte mal behaupten, die Schuld ist getilgt. Die Schuld ist getilgt. Und die Schuld ist getilgt in der Zeit von 45 bis 89. Wir wissen, in den 80er Jahren gab es mehrmals die Gelegenheit oder die Gefahr eines Atomkriegs. Und wir kennen auch die NVA-Unterlagen, die sagen aus, dass bei einem Erstschlag von der sowjetischen Seite ungefähr das 1800-fache der Atomenergie von Hiroshima freigesetzt worden wäre. Das heißt, da war hier kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Trotzdem waren wir einverstanden mit der Forderungsverteidigung, mit der atomaren Kriegsführung. Auch Schmidt hat das durchgesetzt, auch wenn er da sein Amt verloren hat. Aber das Volk war einverstanden damit, und letzten Endes hat das Volk es geschafft, das Problem friedlich zu lösen. Und zwar die Gefahr, die weitaus größer war als Hitler, diese atomar bewaffnete Sowjetunion. Und ich bin der Meinung, die Partei könnte das ruhig offensiv vertreten. Ist zwar ungewöhnlich, aber das wäre für die Partei kennzeichnend, wenn sie den Begriff der Schuld so vertreten würde. Also ich würde nicht einer Partei raten, sozusagen eine Meinung, eine offizielle Meinung zu Schuld oder Nichtschuld zu haben. Sie haben bestimmt recht mit der Entwicklung. Das ist eine typische gesellschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik. Die fängt bei Heuss an. Sie haben das sehr schön geschildert. Dann kommt Richard von Weizsäcker. Und Gauck hat jetzt nochmal einen draufgesetzt. Das ist aber ein nicht losgelöstes Problem, sondern es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich trotz AfD immer weiter nach links entwickelt hat. Das muss man einfach in der Bundesrepublik sehen. Und wenn es uns nicht gelingt, dieses Fadenkreuz wieder in die Mitte zu schieben, kann es sein, dass wir in der nächsten Generation noch sozusagen eine Verstärkung erleben, wobei ich allerdings auf der anderen Seite insofern nicht so pessimistisch bin wie Sie, weil man deutlich in der jungen Generation
Einwände inzwischen spürt und sie werden auch offen ausgesprochen. Sie werden viel offener ausgesprochen als in unserer Generation. Ich bin halt groß geworden in der 68er Zeit und da gab es natürlich ganz deutlich eine Entwicklung in die Richtung, die Sie gerade genannt haben. Das ist, glaube ich, in der jungen Generation nicht mehr so. Spürt man auch deutlich bei der jungen Alternative. Ich würde aber keine offizielle Parteihaltung zu einem Begriff wie Schuld versuchen zu formulieren, weil das nur zu neuen Auseinandersetzungen, Konflikten geht, denn da muss jeder mit sich selbst zurechtkommen und jeder muss das für sich selbst entscheiden, wie er das sieht. Dann erlauben Sie noch eine ganz kurze Bemerkung, weil mir das nur auffiel. Also ich wehre mich an dieser Stelle immer gegen diesen Begriff Schuld, weil ich ein Problem damit habe, dass Völker Schuld haben. Schuld ist etwas, was ich als etwas Individuelles verstehe. Und dann sollte man auch schon gar nicht von der Tilgung von Schuld sprechen. Das zeichnet eigentlich dann nur das Bild, dass diese Schuld kollektiv gegeben hat und insbesondere für die Nachgeborenen. Und das tut mir leid, die Schuld meiner Großväter oder Mütter oder Urgroßeltern kann ich da schlecht übernehmen wollen. Ja, Christian Blex. Markus, du hast von allen möglichen Formen des Liberalismus gesprochen. Eine habe ich vermisst, das ist der Nationalliberalismus. Das ist, glaube ich, das ganz wesentlich. Das hat ja auch Herr Gauland eben angesprochen. Und zwar konservativ sein, in dem Sinne Tradition zu bewahren, natürlich auch die Nation zu bewahren und das, was unsere Kultur letzten Endes ausmacht, vor dem Hintergrund, dass wir immer kulturloser werden. Also wir verlieren mittlerweile die deutsche Sprache, sie wird ersetzt durch englische Modeausdrücke. Wir können uns in der Werbung gar nicht, das kann gar nicht schnell genug in der Werbung letzten Endes gehen. Und ich behaupte mal, dass dieses Vergessen der eigenen Geschichte und der eigenen Kultur maßgeblich dafür für die Probleme, die wir heute haben, verantwortlich sind. Denn sie verhindert vor allem eins, sie verhindert eine deutsche Interessensbestimmung. Indem wir also uns selbst vergessen, indem wir uns selbst nicht mehr an unsere Nation, im Gegensatz zum Staat, aber an unser Volk, unsere Nation erinnern, dann vermeiden wir auch zu definieren, was sind überhaupt deutsche Interessen. Und wir flüchten uns in diesen Wahn, Deutschland muss aufgelöst werden in was Besseren, um die Kollektivschuld, wie du das eben aufgegriffen hast, letzten Endes aufzulösen. Und jetzt meine These, ich glaube, das eigentliche Problem, der eigentliche Streitpunkt innerhalb der AfD, das jetzt hochkommt, das ist nicht der Streit zwischen liberal und konservativ. Das ist der Streit letzten Endes darum, wollen wir patriotisch sein, oder haben wir trotzdem immer noch das Gefühl, Deutschland ist was Schlechtes, Deutschland ist in der EU aufzulösen, beziehungsweise uns fehlt der Mut, uns auch zu unser Land zu bekennen. Mut zu Deutschland, das hatten wir mal. Und es musste die EU-Fahne noch drumherum, weil der Mut doch nicht so ganz groß bei allen war. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn man sieht, dass manche Leute weiterhin für die uneingeschränkte Westbindung eintreten und letzten Endes die EU doch nicht mehr so kritisch sehen, wie das vielleicht die hier vertretenen beiden Repräsentanten der Partei sehen. Ich glaube, das ist doch so meine These, der eigentliche Knackpunkt oder einer der wesentlichen Knackpunkte zwischen den verschiedenen Lagern in der Partei. Da muss ich dir jetzt widersprechen, es sei denn, das Lucke-Lager ist das Patriotische. Also ich gehöre zu den wenigen Mitgliedern dieser Partei, die es wagen, von sich zu behaupten, kein Patriot zu sein. Ja, gut, okay. Schade. Ja, ich weiß, damit schockiere ich gerne und immer wieder auch Parteimitglieder. Aber das zu erklären, ist jetzt eine längere Geschichte. Nationalliberal, ich hatte das vorhin kurz erwähnt, diese von Stahl-Fraktion, ist eigentlich
das geht nur bedingt zusammen, beziehungsweise es geht, aber es ist dann eigentlich per se auch nicht mehr im eigentlichen Sinne liberal. Das ist dann eigentlich schon ein Mix zwischen liberal und konservativ. Ja, also das ist etwas, was durchaus möglicherweise einem möglichen späteren Charakter der AfD entsprechen könnte, ja. Aber es ist dann weder das eine noch das andere. Also nationalliberal ist ja eine deutsche Besonderheit. Den Begriff finden Sie in Österreich und bei uns, aber Sie finden ihn weder in England noch in Frankreich. Und hatte ja mit dem damit zu tun, dass Bismarck halt die Liberalen gespalten hat. Und die Nationalliberalen waren dann die, die ihm die Indemnität ausgesprochen haben nach 1866, wenn die deutsche Einheit vollendet wird. Insofern sind die Bezüge der Stahlfraktion oder das Wort fiel, also historisch nicht mehr brauchbar. Ich sehe das nicht so kritisch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine nationalliberale Partei in Deutschland gibt, und zwar die Liberales zusammenbringt mit dem, was Sie gerade gesagt haben, der Interessendefinition, was ist sozusagen das deutsche Interesse und worum müssen wir uns kümmern. Das ist leider etwas, was nicht geschieht, und Sie haben völlig recht, das hat mit dazu zu tun, mit der Schuld, mit dem Versuch, sich aufzulösen in Europa. Also werden solche Definitionen vermieden. Und insofern sehe ich Raum für eine nationalliberale Position. Ich habe sogar am Anfang in der AfD, als wir alle noch ganz jung und frisch waren, mehrmals zum Entsetzen von Bernd Lucke den Begriff nationalliberal für uns gebraucht, aber hat sich natürlich nicht durchgesetzt, das ist halt so. Von daher sehe ich das nicht so skeptisch wie Sie, aber es ist im Moment sozusagen es gibt kein starkes Geflecht, ein gesellschaftliches Geflecht, was so etwas will, das muss man auch sagen. Entschuldigung, wir haben aber keinen Dissens da. Also ich sagte ja, die AfD könnte durchaus etwas sein, was am Ende nationalliberal ist. Das ist nur per se dann nicht mehr unbedingt liberal. Das ist ein Mix da. Und wegen eher dem Patriotismus eigentlich. Und wenn ich dann sehe, das bestätigen eigentlich so gesehen, dass Herr Lucke natürlich ganz große Probleme offensichtlich mit der Prozent anscheinend auch ein bisschen, aber zumindest der Lucke. Keine Probleme damit, ich bin es noch nicht. Okay, das ist was anderes. Und er scheint Probleme damit zu haben und das ist, glaube ich, ein Problem. Also an sich heißt der Patriot nichts anderes als sich für sein Land einzusetzen. Genau. Und es im Gegensatz zum Nationalismus heißt es, dass man dieses Einsetzen nicht übersteigert und nicht das eigene Land über alles stellt, was, wenn auch fälschlich, ich weiß, dass es woanders herkommt, in der ursprünglichen ersten Strophe des Deutschlandliedes zumindest sprachlich zum Ausdruck kommt. In der Partei ist das Wort patriotisch durch die patriotische Plattform in Sachsen allerdings ein wenig in eine Richtung gerutscht und nicht mehr das, was Sie zu Recht angemahnt haben und was auch richtig wäre. Aber so ist das nun mal bei uns, wenn Begriffe dann in einer Richtung gebraucht werden, ich will überhaupt nicht sagen missbraucht, dann entstehen bestimmte, dann entsteht so eine Situation, dass man sagt, naja, das ist etwas Rechtes, was es im Grunde nicht ist, da haben Sie völlig recht. Jeder normale Brite würde sagen, ja klar, bin ich patriotisch. Und jeder Franzose auch und wahrscheinlich jeder Luxemburger auch, der nicht mal weg ist. Genau. Da geht ja nicht so viel über. Entschuldigung, ich ganz kurz. Wir haben jetzt hier eine sehr interessante, angeregte Diskussion, die entstanden ist. Vom Prinzip her ist das ja hier eine Fragerunde. Und die Fragen, die wir bisher hatten, waren doch eigentlich mehr so ein bisschen mehr Statement-Charakter. Ich will das nicht abwürgen. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt weiter mit den Wortmeldungen durchgehen, dass doch eher, ich sag mal, der Fragecharakter durchkommt. Und wenn es dann doch wieder abdeutet, dann hat die Frau Lill jetzt hier so ein kleines Stoppschild, damit derjenige, der spricht, dann weiß, dass dann auch jemand die Zeit begrenzt ist, damit auch alle ihre Fragen loswerden. Ich kann es lesen. Legastheniker. Alpha-Telefon. Schreiben Sie Ihre Frage auf. Hört man mich über das Mikrofon jetzt überhaupt? Ja, okay. Ja, meine Herren, Sie haben also sehr ausführende Vorträge über die beiden Begriffe hier gehalten. Und dabei kam ja raus,
die Deutung ist vielfältig. So, entsprechend schwierig ist das meiner Meinung nach für die Partei und allgemein überhaupt mit diesen Begriffen zu hantieren, sondern ich meine, man müsste gerade bei der AfD sagen, was wollen wir denn nun wirklich und das so verständlich wie möglich machen. Also ich habe irgendwo den Herrn, der das mal geschrieben hat, kann ich nicht nennen, aber sinngemäß war das so, konservativ ist, etwas zu schaffen, was man bewahren kann und will. Wenn man sagt, das wäre ein Inhalt, das wäre für mich also einigermaßen verständlich, zumal ja, wie gesagt, von Ihnen das sehr ausführlich geschildert wurde, dass so viele unterschiedliche Deutungen bei diesen Begriffen drinstecken. Also ich schlage das so vor und frage Sie, wie sehen Sie die Umsetzung dessen, was Sie heute vorgetragen haben, in die praktische Tätigkeit der AfD? Wissen Sie, das ist bei geistesgeschichtlichen Ableitungen immer sehr schwierig. Da kann sich jeder natürlich etwas rausnehmen. Und ich habe ja deutlich gemacht, dass selbst also in der Wissenschaft der Begriff sehr umstritten ist. Und was Sie gerade formulieren, ist genau das, was ich nicht für möglich halte. Sie können nicht etwas schaffen, um das dann zu bewahren. Das ist genau das, was die konservative Revolution wollte und das hat nicht funktioniert. Sie können im Grunde nur Dinge, die schon bestehen, die sozusagen in der gesellschaftlichen Entwicklung geschaffen worden sind, die können Sie versuchen zu bewahren oder zu verändern. Sie können nicht, also aus meiner Sicht, Sie können nicht in einem Schritt den Versuch machen, eine neue Gesellschaft zu schaffen oder, wie Sie das nennen, etwas Bewahrenswertes, weil Sie damit den Versuch machen, den die Französische Revolution wollte, und wir wissen alle, dass es furchtbar schiefgegangen ist, nämlich sozusagen alles neu zu erfinden, alles neu zu machen. Wenn Sie es allerdings so verstehen, dass Sie Stück für Stück Reformen durchsetzen wollen, dann habe ich gegen den Begriff nichts, aber dann können Sie das immer nur in Teilen bewahren. Dann ist sozusagen das Bewahren allenfalls ein Instrument und nicht eine grundsätzliche Haltung, die Sie einnehmen können. Herr Gauland, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja. Ich mache eine liberale Revolution und Sie bewahren dann die Ergebnisse. Okay, das habe ich mir gedacht, dass Sie das sich so vorstellen. Ich hätte mal eine Frage und ja, die ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, weil das die letzten Wochen nicht mehr so in den Medien vorkam, aber ich finde, das hat auch irgendwie ein Stück weit mit Konservatismus und mit dem Empfinden von Konservativ in unserer Gesellschaft zu tun, Pegida. Ich frage mich, inwiefern ja, Pegida das, was es jetzt ist, beziehungsweise das, als was es mal gestartet ist, irgendwie, sag ich mal, Anregungen mitgebracht hat, die weiter verfolgt werden sollten oder generell auch, wie Sie jetzt mittlerweile zu Pegida stehen oder zu den Thesen, die ja am Anfang auch veröffentlicht wurden. Sie hatten ja auch mal gesagt, die Pegida-Bewegung wäre der natürlich Verbündete der AfD. Das wurde dann ja oft auch kritisiert und generell, wie Sie jetzt dazu stehen. Die Dresden und Pegida, meinst du? Ja. Da werden wir wahrscheinlich leicht unterschiedliche Ansichten haben. Also ich bin der Meinung, dass das, was sich bei Pegida in Dresden zu den Hochzeiten abgespielt hat, für uns insofern nützlich war und dass wir die Menschen, das habe ich auch immer unterschieden, die Menschen, die da gelaufen sind und die ihre Intentionen hatten, dass die die natürlichen Verbündeten sind. Ich habe nie gesagt, dass Pegida der persönliche, also dass der politische Verbündete oder der Arm oder wie auch immer der AfD ist. Jawohl, wir sind von der Fraktion in Brandenburg als Erste hingefahren. Ich habe aber weder Herrn Bachmann begrüßt, noch bin ich da mitmarschiert. Wir haben uns das angeschaut und wir haben natürlich mit vielen Menschen gesprochen, die demonstriert haben. Und da bin ich zu dem Ergebnis gekommen, das habe ich dann auch so geäußert, dass wir diese Menschen brauchen in der AfD und dass wir sie nicht links oder rechts oder wo auch immer liegen lassen können.
Natürlich ist in der innerparteilichen Auseinandersetzung dann daraus gemacht worden, ich würde eng an Pegida hängen und den Wahlkampf in Hamburg hätten wir verloren, hat Herr Henkel gesagt, weil ich da diese Äußerung getan hätte. Nun muss ich ganz ehrlich sagen, also Frau Petri hat sich sogar mit denen getroffen, aber wir waren ganz harmlos. Herr Gabriel hat sich mit denen getroffen, Herr Spahn hat sich mit denen getroffen, ich weiß nicht, wer noch von der CDU, Herr Tillich hat sich mit denen getroffen. Das heißt, das ist ja nun am Ende gar kein Merkmal der AfD gewesen. Und ich finde, dass man nicht mehr eine Bewegung, die aufkommt, sich anschauen soll, mit den Menschen reden soll. Es ist Aufgabe des Politikers oder der Politik, das zu tun. Und dazu stehe ich auch, dass das im Moment keine tragfähige Bewegung mehr ist, dass es zerfasert ist in vielen Städten, wo auch Kräfte dabei sind, mit denen ich überhaupt nichts zu tun haben will. Da gibt es zum Teil NPD oder ehemalige Republikaner, selbst in Brandenburg, also in der Stadt Brandenburg, gibt es sowas, dass das nichts für uns ist. Das ist völlig klar. Mir ging es immer nur um die Menschen, denn es ist schon erstaunlich, dass so viele Menschen, und ich habe sie da nun wirklich lange beobachtet, und das waren Menschen, die nicht gegrölt haben, die keine Parolen gerufen haben, dass die auf die Straße gegangen sind, zeigt, dass irgendetwas notwendig ist in dieser Gesellschaft, oder faul ist, oder wie auch immer sie das ausdrücken wollen, und dass wir da hinhören müssen. Genau. Mehr habe ich eigentlich auch nie gesagt. Herr Gauland, da haben wir gar keinen Dissens. Da haben wir überhaupt gar keinen Dissens. Ich habe nur hier in Nordrhein-Westfalen eine etwas andere Lage, ja, mit Dübida und Bugida und wie sie alle heißen. Und da muss man die Lage anders beurteilen als bei Pegida in Dresden zu, ich sag mal, das alte Pegida, so will ich es jetzt mal nennen. Neue Pegida ist auch schon wieder andere Hausnummer und ich vermute, sie würden heute auch nicht unbedingt wieder hinlaufen. Richtig. Gut, dann sind wir uns quasi einig. Ich glaube, dass wir die Menschen in der Tat brauchen, wobei ich mich gar nicht an Pegida selbst festhalten möchte, weil ich den Namen für das Dümmste halte, was die sich überhaupt ausdenken konnten. Und weil auch die Erhebungen, die es ja von Professor Patzelt von der TU Dresden dazu gibt, auch zeigen, dass diejenigen, die dort auf die Straße gehen, nur zu einem untergeordneten Teil, nämlich rund 25%, deshalb auf die Straße gehen, weil sie gegen die Islamisierung demonstrieren wollen. 75% derjenigen, die dort mitgelaufen sind zur Hochzeit, denen ging es um ganz andere Dinge. Was wir aber als AfD nicht geringschätzen sollten, ist die Tatsache, dass es so etwas wie Bürgerbewegungen überhaupt mal wieder gibt. Und da geht es mir gar nicht um Pegida, da kann man Stuttgart 21 genau in die gleiche Schublade tun, auch wenn die Motivation ein bisschen anders ist. Man kann die Demonstrationen in Baden-Württemberg gegen den Bildungsplan dazu packen und ähnliche Bewegungen, die es gibt. Wir haben eine etwas andere Situation als die Grünen. Die Grünen sind hervorgegangen aus einer Bürgerbewegung oder aus mehreren Bürgerbewegungen, die sich dann in einer Partei formiert haben. Wir sind eigentlich jetzt den falschen Weg gegangen. Wir haben die Partei gegründet, ohne dass es einen gesellschaftlichen Unterbau gab. Und deshalb brauchen wir die Bürgerbewegung eigentlich, um weiter zu wachsen. Aber ohne sie selbst sozusagen zu initiieren, ohne sie zu okkupieren, weil in dem Moment, wo wir Pegida oder was auch immer für die AfD instrumentalisieren, ist die Bürgerbewegung als solche eigentlich schon tot. Ja, ich habe eine konkrete Frage an Sie beide. Ich bin vor knapp über einem Jahr in die Partei mit viel Optimismus eingetreten und merke jetzt nach relativ kurzer Zeit, dass es bestimmte Fliehkräfte in dieser Partei gibt. Wie persönlich stehen Sie beide zu dem Thema Weckruf 2015 und insbesondere zu Herrn Lucke und seine mögliche Zukunft? Also ich glaube, ich will nicht Herrn Fernbertzell erreichen, bei dem Weckruf sind wir völlig einer Meinung. Das ist ein so deutlicher Versuch, eine Spaltung vorzubereiten, dass, wenn
wenn Sie das lesen, wenn da mitgeschickt wird, eine Satzung, in der an einigen Stellen sogar Partei steht, weil es, wie mir gesagt worden ist, von Herrn Körbel nicht so schnell in der Lage waren, also Partei durch Verein zu ersetzen, dann ist ganz deutlich, was hier gespielt werden soll. Und ich fürchte, wenn Bernd Lucke auf dem Parteitag unterliegt und eine Bundesvorstand gewählt wird, der seine Ideen, sagen wir mal vorsichtig, skeptisch gegenübersteht, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich ein Teil der Partei abspaltet. Ich will das nicht, ich habe das nie gewollt. Ich war deswegen auch nicht dafür, dass unsere Freundin Frau Petri in Sachsen eine Verurteilung, also eine Verurteilung ist schon richtig, das haben wir auch gemacht, aber eine Unvereinbarkeit mit AfD jetzt schon ausgesprochen hat. Das kann man machen, aber ich würde es aufheben für den Fall, wo es die Spaltung gibt. Die zweite Frage ist schwieriger zu beantworten. Ich bin ja einer der Mitgründer der Partei und ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich hier stehe oder auch woanders, denn die Frage wird mir auch anderswo gestellt und mich im Grunde genommen von demjenigen, den ich damals sehr gemocht habe, das will ich gern einräumen, sonst wäre ich nämlich nicht in die Partei gegangen, völlig trennen und distanzieren muss. Ich gebe zu, Bernd Lucke war am Anfang eine, jedenfalls für mich, das mag jeder anders beantworten, interessante, faszinierende Persönlichkeit. Ich werde nie vergessen, wir waren Konrad Adam, einer der Sprecher, und ich war im Berliner Kreis der CDU. Und er rief mich eines Tages an und sagte, da gibt es einen jungen Professor und den müssen wir uns anschauen. Vielleicht ist mit dem was Neues zu machen. Sie wollten doch immer was Neues. Gut, es gibt dann viele Phasen. Ich habe mir den jungen Professor angeschaut. Ich war am Anfang sehr von ihm beeindruckt. Jetzt können Sie mich fragen, warum sind Sie das nicht mehr? Ich weiß nicht, ob ich bestimmte Schwächen, die gar nichts mit den politischen Inhalten im Moment zu tun haben, am Anfang nicht sehen wollte oder nicht gesehen habe oder ob sie sich entwickelt haben. Bernd Lucke hat im Laufe der Zeit einen autokratisch, ja bonapartistischen Zug entwickelt und duldet nichts neben sich. Er duldet im Grunde genommen auch keine anderen Gedanken als die seinen. Das ist übrigens jetzt nun nicht die Meinung eines Gegners, sondern das sagen inzwischen selbst seine Freunde. Er ist völlig beratungsresistent. Er hat eine weitere menschliche Schwäche, die ich am Anfang überhaupt nicht erkannt habe. Er hat keinerlei Empathie für andere Menschen. Uns ist es am Anfang, jetzt ist es leichter, schwerer gefallen, das den Mitgliedern zu vermitteln. Denn da stand immer der Bernd Lucke vorne, der ein sehr guter Redner ist, der die Partei gegründet hat, der also mitgegründet, der sehr viel gearbeitet hat und der das Gesicht der Partei war. Und das, was er auch konnte, ich nehme mal ein Beispiel, was mich im Grunde genommen endgültig von ihm entfremdet hat. Wir hatten eine Bundesvorstandstelefonkonferenz. Und in der Bundesvorstandstelefonkonferenz ist, wie immer, auch anwesend der Bundesgeschäftsführer. Und sozusagen mehr im Nebensatz sagt Bernd Lucke, ja und der Name ist ja bekannt, lieber Georg Pasterski, also morgen beschließen wir, dass du gekündigt wirst. Ohne Vorbereitung, ohne mit dem Mann vorher zu sprechen, ohne ihm in die Augen zu schauen, wurde an einem Abend im Nebensatz das entschieden. Und er setzte das nächsten Tag, heute würde es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, mit Mehrheit durch. Und ehrlich gesagt, das hat mich... Da nichts von. Der Vorstand wusste davon nichts. Nein, der Vorstand wusste bis dato nichts. Er sagte, morgen haben wir nochmal eine Telefonkonferenz, dann wird das umgesetzt. Und es wurde auch so umgesetzt. Das hat mich auch menschlich schwer erschüttert. Denn der Mann ist nicht vorher gewarnt worden. Es ist ihm nicht gesagt worden, das geht nicht, ich brauche jetzt einen Generalsekretär, ich brauche dich nicht mehr. Es hat nie ein Gespräch gegeben, sondern so nebenbei wurde jemand, der der Partei treu gedient hat, abserviert. Das ist sozusagen nichts Inhaltliches. Ich bin aber auch beim Inhaltlichen inzwischen
deswegen sehr skeptisch, weil aus seinen ganzen Dokumenten, ich nehme nur den Brief, den er an Mitglieder und Freunde vor dem Aufruf geschickt hat, da werden plötzlich rote Linien gezogen, die die Aufgabe der Alternative eigentlich zerstören. Ich bin Stand heute für die NATO-Mitgliedschaft, ich bin Stand heute auch für die Westbindung. Ich habe dem auch zugestimmt. Aber dass man den Versuch macht, die Diskussion darüber zu unterbinden, und er teilt ja in diesem Brief, E-Mail, Rundmail, die Leute ein in eine Gruppe, die die Grundentscheidungen der Republik anerkennt, und dann führt er alle auf, die im Grunde genommen der Partei nichts zu suchen haben. Anti-Amerikaner, Neutralisten, Antikapitalisten. Es kommen Anti-Etatisten, Fremdenfeinde und so weiter. Es kann doch nicht sein, dass wir gegründet als Alternative für Deutschland nur noch, das haben wir entschieden, gegen den Euro sein dürfen, und alle Grundfragen der Republik dürfen nicht mehr diskutiert werden. Ich bin ja noch gar nicht dafür, zu sagen, es muss geändert werden. Wir müssen außer der parlamentarisch-demokratischen Grundordnung müssen alle Fragen, die in der Bundesrepublik schon mal entschieden sind, wieder diskutiert werden dürfen. Dafür sind wir. Dinge zusammen, also dieses Menschliche und dieses Inhaltliche, haben mich von Bernd Lucke allmählich völlig entfremdet, und ich stehe ihm heute geradezu feindlich gegenüber. Er hat kommen ja Termine erst zustande nach einer ganzen Zeit. Wir haben ihn vor einem halben Jahr in die Brandenburger Landtagsfraktion eingeladen, und in der Brandenburger Landtagsfraktion wurde er natürlich auch gefragt, und da sagte er, wenigstens offen und ehrlich: Ich will nicht, dass die Partei in die Hände von Alexander Gauland und Frauke Petry fällt. Da habe ich nichts dazu gesagt, aber vor dem Fernsehen, kamen natürlich Journalisten, Lucke besucht die Brandenburger Fraktion, wurde ich dann gefragt, wie stehen Sie denn zu Bernd Lucke? Und da habe ich ganz schlicht gesagt, ich stehe heute hinter Frauke Petry und nicht mehr hinter Bernd Lucke. Das ist mir schwer gefallen, das gebe ich offen zu, vor dem Fernsehen, und er steht daneben. Es ist eine Entwicklung, die mir nicht leicht gefallen ist, aber ich glaube, dass ich es richtig sehe, und ich bin natürlich froh, dass auch andere Menschen das so sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der einen Bernd Lucke erlebt, den ich nicht mehr als Parteivorsitzenden haben möchte. Ja, Sie haben ja fast alles schon gesagt, aber... Ja, zum Weckruf. Also, es gibt einen Mitarbeiter von Herrn Henkel, der in Brüssel sagt, dass nach dem Bundesparteitag die Gründung einer neuen Partei beabsichtigt ist. Es wird unter Fraktionskollegen, also nicht den deutschen Fraktionskollegen, sondern anderen Fraktionskollegen, darüber gesprochen, dass Bernd Lucke über diese Parteigründungsabsicht in Brüssel auch sehr offen redet. Das heißt, es ist durchaus, Herr Kruse aus Hamburg hat das in der Welt auch erklärt, dass das eine Option ist. Insofern müssen wir das ernst nehmen. So, bislang haben 3000 Leute unterschrieben. Ich gehe davon aus, dass es zumindest ein paar hundert gibt, die nicht aus der Partei kommen oder die ehemalige Parteimitglieder sind, vielleicht auch so aus dem Metzger-Netzwerk stammen. Ich gehe nicht davon aus, dass alle die Partei am Ende auch verlassen. Schlabatti hat klar erklärt, dass er für eine Parteineugründung nicht zur Verfügung steht. Und deshalb glaube ich auch, dass, wenn das passieren sollte, wir zwar einen Aderlass erleben werden, dass aber zwei Dinge passieren. Erstens glaube ich nicht, dass wir mehr als 10% verlieren, was schlimm genug wäre. Zweitens glaube ich aber, dass, wenn diejenigen, die sich dem Weckruf jetzt angeschlossen haben, aus der Angst, dass es tatsächlich eine Richtungsentscheidung im Sinne von wir machen jetzt mal zwei Schritte nach rechts, dass, wenn die feststellen, dass es das nicht ist,
dann werden einige davon zumindest auch wieder zurückkommen. Und deshalb glaube ich, dass die Partei Bestand haben wird. Dafür ist die Idee auch meines Erachtens zu stark. Und diejenigen, das sage ich vielleicht auch noch, die glauben, eine Partei könne ohne wen auch immer nicht existieren, die sind sowieso in der völlig falschen Partei. Denn wenn eine Partei auf Grundlage von einer Person existiert, dann hat sie eigentlich gar keine Idee, sondern dann hat sie nur eine Führungsfigur. Und das ist ein bisschen arg wenig. Also für einen Konservativen mag sowas manchmal reichen. Aber nee, das reicht wirklich nicht. Na gut, okay. Entschuldigung. Aber okay, ja, dann sonst zu Bernd Lücke. Ich glaube, mein Verhältnis ist mehr oder weniger bekannt. Also da möchte ich doch noch mal ein Wort zu sagen, wenn das möglich ist hier. Aber wenn ich niemand das Wort wegnehme, muss ich sagen, ich bin in diesem Fall noch nie in einer Partei. Das ist also jetzt der Punkt gewesen, wo ich eine Grundlage gesehen habe für all die vielen, die zur AfD gegangen sind. Und dann sehe ich mit Begeisterung, wie sich diese Partei entwickelt und wie viele Menschen hinzukommen und eintreten, die offenbar die gleichen Bedürfnisse haben und das ähnlich sehen. Kaum ist diese Partei erfolgreich und gegründet, entsteht das, was Sie gerade beschrieben haben. Das ist für mich persönlich eine ganz entsetzliche Sache, weil die Partei droht auseinanderzufallen. Und Menschen wie ich, die können so etwas nicht verstehen. Die Partei ist noch nicht richtig formiert. Sie hat eine Satzung, über die haben die Mitglieder abgestimmt. Sie haben ihr Votum gegeben zu den einzelnen Satzungspunkten. Das habe ich auch gemacht. So, da würde ich doch darum bitten im ersten Anlauf, vergessen Sie all die persönlichen Dinge, so gut ich die verstehen kann. Denn es kann nur im Sinne der Partei sein, dass zunächst mal diese Partei in Gang kommt und dass sie ihre Satzung formulieren kann und über die Satzung kann diskutiert werden. Natürlich gibt es persönliche Animositäten. Das hat jeder in seinem Beruf. Das ist gar nicht anders, das ist menschlich, das verstehe ich alles. Aber im Sinne der Partei, und ich sehe das schon, im Sinne der Partei bitte ich Sie, warten Sie den Parteitag ab, unterstützen Sie wen auch immer, damit die Partei in Gang kommt. Wenn Sie das nicht tun, die 10% Verlust an Mitgliedern, wie Sie vorhersagen, die bezweifle ich, es werden viel mehr. Ach, dann gehen die mit Luke. Viel mehr. Also, ich habe das ja gerade dargestellt, warum ich nicht glaube, dass es mehr als 10% werden. Aber sehen Sie, Kompromiss heißt immer, dass zwei Leute miteinander reden. Und ich kann Ihnen eins sagen, Bernd Lucke redet sehr, sehr lange mit mir nicht mehr. Und er weigert sich, mit mir zu reden. Er weigert sich, mit mir zu reden. Sie glauben nicht, wie viel Gesprächsangebote ich gemacht habe. Er weigert sich, mit mir zu reden. Bernd Lucke hat seit anderthalb Jahren angefangen, Ende 2013 auf einem Landesparteitag. Da hat er es noch nicht selbst getan, sondern tun lassen. Dann hat er in Aschaffenburg im Vorfeld über Landesvorstände massiv gegen mich agieren lassen. Er hat auf dem Bundesparteitag in Erfurt öffentlich gegen mich agiert. Ich weiß nicht, wie oft danach immer noch gesagt, ja, trotzdem brauchen wir Bernd Lucke. Aber Sie können, wenn Sie glaubwürdig bleiben wollen, sich auch nicht fünfmal treten lassen und immer noch sagen, ja, danke, aber ich finde immer noch, dass du der beste und größte Führer für diese Partei bist. Das geht nicht. Irgendwann werden sie auch unglaubwürdig. Und ich habe nach dieser sehr klaren öffentlichen Positionierung in Erfurt mich mit ihm, zusammen mit Herrn Gauland und Frau Petri, vor Bremen hingesetzt und einen Kompromiss formuliert, der uns völlig gegen die Natur ging. Wir haben diese Satzung für völlig falsch gehalten. Wir haben es trotzdem um der Einheit willen akzeptiert.
unter großen Bauchschmerzen, und ich glaube, Sie sollten eins nicht unterschätzen, schon in Bremen, es wird immer gesagt, die Begeisterung für Lucke war groß und für die Satzung. Ich sage Ihnen, meine Wahrnehmung war, ein Drittel fand die Satzung toll, fast ein Drittel hat sie massiv abgelehnt und ein Drittel hat zähneknirschend damals schon zugestimmt. Weil damals schon klar war, wenn die Satzung nicht kommt, fliegt die Partei auseinander und sie wäre in dem Moment tatsächlich auseinandergeflogen. Nur, man kann sich auch nicht dauerhaft erpressen lassen. Und wenn Bernd Lucke sagt, entweder ich führe diese Partei, oder aber, und das hat er jetzt ja auch gesagt, ich trete nicht an, aber dann kein Gauland, keine Storch, keine Petri, kein Prezell, kein Henkel, überhaupt niemand aus dem Bundesvorstand, niemand aus dem Europäischen Parlament. Das bedeutet, diese Partei komplett zu enthaupten. Und wer glaubt, dass nur weil man den Bundesvorstand durch einen Kreisvorstand ersetzt, die Qualität besser wird, der kennt unsere Kreisvorstände nicht. Entschuldigung, es gibt Kreisvorstände, die funktionieren, aber auch in den Kreisen haben wir doch überall Streit. Ja? Das heißt, das menschliche Problem bleibt doch. Und wir sollten versuchen, so viel wie möglich Spitzenpersonal zu bewahren. Und es ist Bernd Lucke, der sich hier hinstellt und sagt, ich nenne jetzt mal vier Namen und die haben wir im Bundesvorstand nicht zu suchen. Und da muss sich die Partei entscheiden, ob sie sagt, wir können auf Bernd Lucke verzichten oder wir können auf diese vier Namen möglicherweise noch mehr verzichten. Das ist dann so, aber diese Forderung habe nicht ich formuliert, die hat nicht Alexander Gauland formuliert. Ich kann das noch ergänzen, da sind wir uns erstmals näher gekommen, denn früher hatten wir gar nicht so viel miteinander zu tun. Ich habe im Bundesvorstand erlebt, dass geradezu Markus Prezell sozusagen etwas war, das man besser nicht erwähnte und auch bitteschön ihm keinerlei Kompromisse anbot oder in irgendeiner Weise ihn mit einbezog. Ich habe erlebt, und das ging alles auf Bernd Lucke zurück, und deswegen kann man an einer Stelle dann wirklich sagen, nein, mit jemandem kann man nicht mehr. Da gab es hier irgendwo, Sie wissen es bestimmt noch, in Nordrhein-Westfalen, irgendein Krach zwischen Jesiden und irgendwelchen anderen Leuten. So, und da ist es üblich, ich bin zuständig mit für die Presse, im Bundesvorstand ist es üblich, dass natürlich der Landesvorsitzende eine Presseerklärung dazu macht, dass sich was völlig Harmloses. In diesem Fall war das eine schwierige Operation, denn der Pressechef wollte erst Bernd Lucke fragen, ob es erlaubt sei, ihn, Markus Prezell, als Landesvorsitzenden von Nordrhein-Westfalen unter eine Presseerklärung zu setzen. Und da bin ich geplatzt und habe gesagt, nun reicht's mir aber. Daraufhin wurde mir von jemandem, den ich jetzt nicht nenne, gesagt, sind Sie das Lager Lucke oder das Lager Prezell? Da habe ich gesagt, ich bin gar kein Lager, aber es kann nicht wahr sein, dass der Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen bei uns keine Presseerklärung machen kann. Ist bis heute die einzige Presseerklärung, die ich über die Bundespressestelle habe absetzen können. Okay. Das heißt, in so einem Klima kann man nicht arbeiten. Und ich gebe offen zu, ich kannte ihn gar nicht und habe dann mal gesagt, jetzt müsste man den Mann kennenlernen, der ja offensichtlich ganz furchtbar sein muss, denn so wurde es dargestellt, damals noch mehrheitlich im Bundesvorstand. Ein bisschen was ist dran. Da sind wir uns, indem wir uns mal getroffen haben und miteinander geredet haben, überhaupt erst mal näher gekommen. Das war schon sozusagen eine Aktion, die eigentlich illoyal war aus der Sicht von Bernd Lucke, aber... Ja, tut mir schon fast leid, aber ich wollte doch mal auf Ihr Referat zurückkommen. Ja. Und zwar, ich erachtete immer als wichtigsten Partner auf europäischem Boden Frankreich. Nehmen wir mal an, Sie hätten Ihr Referat in Frankreich gehalten. Hätten Sie auch wie hier den Begriff Patriotismus so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen können? Hätte ich den Wertiger unter den Tisch fallen lassen. Wenn Sie in Frankreich sind, können Sie Konservativismus erklären ohne das Wort oder den Begriff Patriotismus?
Also gerade in Frankreich ist... La Grande Nation. Ja, La Grande Nation, das ist völlig richtig. Aber sagen wir mal so, der Begriff Patriotismus ist in Frankreich unverzichtbar. Dagegen ist der Begriff Konservativismus in Frankreich im Moment sozusagen nicht ein Begriff, der en vogue ist. Also ich hätte wahrscheinlich in Frankreich nur über Patriotismus und nicht über Konservativismus gesprochen. Ich beantworte. Hey, danke, die Frage ist schon gestellt worden. Ja, ich habe nochmal eine Frage zu diesem Weckruf von Herrn Lucke. Warum bleibt nämlich die letzte Ehre zuteil, dass er aus der Partei geschmissen wird? Es gibt so viele, die sollen ausgeschlossen werden, nicht aufgenommen werden. Und er macht hier einen Weckruf und ist immer noch im Vorstand. Wie geht sowas? Die Frage können Sie zu Recht stellen. Sie können auch sagen, für viele Mitglieder, also ein einfaches Mitglied hätten wir sofort von Bundesschiedsgerichten ausgeschlossen. Ich wäre schon weg gewesen. Ja, haben Sie recht. Aber meine Haltung dazu ist, schafft keine Märtyrer. Das hat keinen Zweck. Wenn Bernd Lucke zum Märtyrer wird, wird er nur wieder stark. Und das möchte ich nicht. Also ich halte das grundsätzlich für falsch, immer mit diesem Schiedsgericht zu kommen. Das Schiedsgericht kann für sehr wenige besonders eindringliche Fälle herhalten. In der Regel löst man politische Probleme politisch. Und das heißt, jemand hat Mehrheiten oder er hat keine Mehrheiten. Sie können sowieso, wenn jemand Mehrheiten in einer Partei hat, dann können Sie Schiedsgerichtsverfahren gegen denjenigen initiieren. Wenn die Mehrheiten stark genug sind, ist das nächste Schiedsgericht so besetzt, dass er drin bleibt oder wieder reinkommt, ja, durch Vorstandsbeschluss. Also politisch. Wir sollten viel, viel weniger vor den Schiedsgerichten lösen und viel, viel mehr einfach politisch lösen. Das ist ein sehr viel zäherer und schwierigerer Prozess, der tut auch weh, aber er ist gesünder. Dann sollten Sie auch doch die Hauptversammlung abwarten, den Parteitag abwarten, wie gewählt wird. Das tun wir doch. Und nicht im Vorfeld Politik machen. Ja, also wir werden Lucke nicht mehr als Also, das ist natürlich... geschildert, was für ein schlechter Mensch der Lucke ist. Ist ja auch wichtig, dass das... Ich kenne ihn nicht. Ist ja auch wichtig, dass die Menschen das wissen. Ich kenne ihn nicht. Ja, dann hört es jetzt, ja. Also wir haben alle Lucke erlebt. Also... Ich möchte gerne von Herrn Lucke selber auch noch... Der Lücke. Nein. Sie kennen ihn offenbar besser. Also das bringt jetzt nichts weiter, nur das Wesen von Parteien und Demokratie ist, dass man Mehrheiten organisiert. Das ist im Übrigen hin und wieder tatsächlich nichts Schönes. Also Demokratie an sich ist übrigens gar nichts Schönes. Das ist etwas, was ich in den letzten 2 Jahren sowieso lernen musste, unter anderem. Demokratie ist etwas ziemlich Brutales, weil die reine Formierung von Massen nichts intellektuell Hochwertiges ist, sondern Wühlarbeit, Kernerarbeit und manchmal ziemlich schmutzig. Insofern ist das Beschaffen von Mehrheiten schlicht Teil von Politik, zumindest solange man in der Demokratie lebt. Dr. Meyer-Zeide aus Münster. Ich möchte mich mal als Fan von Professor Lucke hier outen. Gleichwohl haben mich seine Aktionen, Weckruf 2015, auf das vorgelagerte Schreiben an die Mitglieder äußerst irritiert und auch die öffentlichen Herabwürdigungen, zum Beispiel von Ihnen, Herr Gauland, sind für mich ganz unverständlich. Gleichwohl gehöre ich persönlich jetzt zu dem dritten Lager, wie Konrad Adenauer das letztens in einem Interview sagte, es gibt in Wirklichkeit 3 Lager, es gibt das liberale Lager, das konservative und dann gibt es das Lager, was gerne möchte, dass sich alle wieder vertragen. Aber ich habe auch den Eindruck, vielleicht lässt sich eine Spaltung eventuell gar nicht mehr verhindern. Sehen wir doch mal positiv in die Zukunft. Vielleicht ist das eigentlich auch ganz natürlich, denn man kann ja grob sagen, 50% unserer Mitglieder kommen ehemals von der FDP. Die anderen 50%, grob gesprochen, zu denen auch ich gehöre, kommen ehemals von der CDU. Im ganz günstigsten Fall wird es in 5 Jahren so sein, da haben wir eine neue CDU, die nennt sich dann AfD 1, eine neue FDP, die nennt sich AfD 2. Wir koalieren miteinander.
Wenn es mit dem Vertrag in der Partei nicht mehr geht, dann wenigstens in der Koalition, nicht? Wunderbar. Also wir nehmen jeden, der sich als steigende Rate anbietet. Oh Gott, nee. So oh Gott, du kannst schon weiter, Alexander, sein. Mit Blick auf die Uhr, zwei Fragen noch. Oh. Ja, schönen guten Abend. Walter Janssen ist mein Name, ich komme aus der Eifel, aus Euskirchen. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe genau vor einer Woche Herrn Wetzel und Frau Petri in Bonn gehört. Und zwei Tage später war ich in Köln, um den Herrn Lucke zu hören. Herr Lucke hat dort gesagt, er würde, wenn Frau Petri auch darauf verzichtet, zu kandidieren um den Bundesvorsitz, würde er seine Kandidatur auch zurückziehen. Ich denke, es wäre doch, also ich persönlich gehöre eigentlich auch eher Ihrem Lager, da bin eher Ihrem Lager zugehörig. Ich denke, die Einheit der Partei ist wichtig. Wenn wir hier scheitern, dann ist auf absehbare Zeit nichts mehr zu gewinnen. Ja, und daher halte ich, also ich weiß natürlich, wenn ich das hier höre, bekomme ich natürlich auch einige Bedenken, denn es sieht ja fast so aus, als würde das nicht mehr funktionieren, zusammenzuarbeiten. Ich möchte eigentlich gar nicht, also ich kann durchaus mit den Liberalen zusammenarbeiten. Finde es allerdings unpassend, dass diese Seite versucht, die eher Konservativen rauszudrängen. Das halte ich für sehr problematisch. Ich plädiere dafür, dass die Partei zusammenarbeitet und zusammen bestehen bleibt. Ich halte es auch für wichtig, ich glaube, wir brauchen viel weniger Gesichter als Themen. Dankeschön. Also zu Ihrem letzten Punkt, Themen. Themen kriegen Sie nur über Gesichter transportiert. Und die Themen müssen zu den Gesichtern passen, die müssen glaubwürdig zusammenpassen. Sie müssen Gesichter mit einem Image, was zu dem Thema passt, letztlich kreieren. Das ist für die mediale Landschaft, in der wir alle leben, unerlässlich. Sie können mit einer reinen Thematik werden Sie auf Dauer nichts. Aber vielleicht nochmal zu der Geschichte Lucke Petri. Also Lucke hat klar gesagt, dass es nicht nur um Frauke Petri geht. Also so billig ist sein Kopf nach seiner Lesart nicht zu haben. Sondern er hat gesagt, es soll überhaupt niemand mehr kandidieren aus dem alten Bundesvorstand und von denjenigen, die an dem Streit beteiligt waren. Jetzt gucken Sie sich in der Partei mal um, wer an dem Streit nicht beteiligt war. Da bleiben nicht mehr so wahnsinnig. Also Sie haben sich ziemlich rausgehalten. Ne? Vielleicht werden Sie die neue Bundesvorsitzende. Aber dann ohne Vorstandskollegen, weil alle anderen sich am Streit beteiligt haben. Also das ist ja das, was ich vorhin sagte. Wir enthaupten dann die Partei. Und dann vielleicht mal dazu. Wenn Lucke glauben würde, noch 51% zu haben, dann glauben Sie mal nicht, dass dieses Angebot käme. Genau. Das ist ein Angebot, was jemand macht, der bereits weiß, dass er die Mehrheit nicht mehr hat. Und dann zu sagen, ich nehme die zweite in der Öffentlichkeit bekannte Identifikationsfigur der AfD, im Übrigen mit größeren Sympathiewerten unter unseren Anhängern als Bernd Lucke inzwischen, nur um das auch nochmal kurz in den Raum zu schmeißen, und verlangen, dass die gleichfalls nicht kandidiert. Das Ergebnis ist dann, ich will es jetzt, vielleicht ist das ein bisschen krass, aber das Ergebnis ist dann zweitklassiges Personal. Sagen Sie mir, wer die Integrationskraft hat, diese Partei zu führen. Nennen Sie mir einen Namen. Ich kann Ihnen keinen Namen nennen, aber ich denke, das müsste der Bundesparteitag ergeben. Ich sage aber nochmal, wenn sich die AfD spaltet, können wir eigentlich alle nur verlieren. Aber ich glaube nicht, also erstens glaube ich, unterschätzen Sie, wie viele Opportunisten in dieser Partei sind und die werden da bleiben, wo die Posten zu vergeben sind. Zweitens, ich glaube, dass jeder weiß, dass wenn ich eine neue Partei gründe, wir haben das alle mitgemacht, was das bedeutet, Unterschriften sammeln, plakatieren, diese Ochsentour durch die Medien machen, sich bekannt zu machen, furchtbar. Auf absehbare Zeit wird es nichts am Horizont zu sehen. Glauben Sie ernsthaft, ich sage mal, dass sich eine größere Zahl von AfD-Mitgliedern auf das
erneute Abenteuer einer Parteigründung nochmal einlässt. Wir haben doch jetzt schon Probleme in den deutlich erleichterten Wahlkämpfen, die Leute zu rekrutieren, obwohl wir mehr Leute haben. Wir werden nie wieder eine solche Bewegung erleben wie 2013 zur Bundestagswahl. Das kriegen wir nicht nochmal wiederholt. Das kriegt ein Weckruf oder eine Weckrufpartei auch nicht wiederholt. Und das wissen die Leute. Und ich kann Ihnen eins versichern, ich kenne eine Menge Leute, die tendenziell aus dem Lucke-Lager kommen, die sich zum Teil ja inzwischen auch geäußert haben. Ja? Also ich sage mal, baden-württembergischer Kölmel-Vorstand, der im weitesten der Lucke treu war, inzwischen zum größeren Teil vom Weckruf abgefallen und ganz klar mit der Ansage, wir bleiben da, obwohl wir zum Lucke-Lager gehören. Der bayerische Landesvorstand hat sich in toto distanziert vom Weckruf. Das nur wirklich, also der bayerische Landesverband war nur wirklich das Treueste, was Bernd Lucke hatte. Ein Christian Schäfer aus Bremen zeigt sich sehr skeptisch gegenüber dem Weckruf. In Hamburg hatten Professor Kruse bei weitem nicht nur Zustimmung für seine Weckrufideen. Frau Trebesius, vor ein paar Wochen noch mit 80% gewählt, wird inzwischen kolportiert. Sie hat noch Mehrheiten, aber auch die werden langsam schmal. Das heißt, ich sehe nicht, dass am Ende tatsächlich große Teile der Partei die Partei verlassen. Das sehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass es mehr als 10% sind. Aber natürlich ist das Glaube. Das ist Glaube, Liebe, Hoffnung und so weiter. Sie kennen das. Abschließend eine kurze Frage noch. Entschuldigung, ich wollte nur noch einen Satz ergänzen. Es ist so offensichtlich, dass das ein vergiftetes Angebot ist. Bernd Lucke glaubt nicht mehr an die Mehrheit auf dem Parteitag. Ich kann das nicht beurteilen, ob er recht hat oder nicht. Aber er geht davon aus, dass er keine Mehrheit mehr findet und dann will er diejenige, die er für schuldig hält, zerstören und er zerstört damit Teile der Partei. Und deswegen, so gut das klingt, vertragt euch. Das Vertragen geht nur, wenn der Wille auf einer Seite da ist. Und Frauke Petri hat ihm mehrmals die Hand hingestreckt, Gespräche angeboten. Es ist immer abgelehnt worden. Bernd Lucke sieht nur sich selbst. Er will die Partei sein. Und zu ihr, aber auch zu mir gesagt, it's my party. Es ist meine Partei. Werden Ihnen zeigen, Herr Gauland, dass das nicht so ist. Sie haben 4 Wochen hier. Was Herr Lucke sich seit dem Eintreten von Herrn Henkel in die Partei sehr zu seinem Nachteil verändert hat, was in letzter Zeit rasant an Fahrt aufgenommen hat. Und ich frage mich einfach auch, warum der Bundesvorstand da nicht vorher auch schon mal interveniert hat und den Herrn Henkel da irgendwo auch mal eingebremst hat, vor allen Dingen in seinen öffentlichen Äußerungen, wo er noch im Bundesvorstand Mitglied war, weil da hat er ja schon damit begonnen. Also die Teilnahme von Herrn Henkel am Bundesvorstand, müssen Sie sich ungefähr so vorstellen, dass er, sagen wir mal, jeder 5. oder 6. Vorstandssitzung vielleicht kurze Zeit da war, dass er an Diskussionen schon lange nicht mehr teilgenommen hat, dass er Pressemitteilungen jenseits der vereinbarten Presseorganisation in der Bundesgeschäftsstelle veröffentlicht hat und im Grunde genommen nicht mehr Teil der diskutierenden Partei war, sondern nur noch seine eigene Politik gemacht hat. Genau. Wir sind nicht in der Lage gewesen, im Bundesvorstand mit Herrn Henkel diese Fragen zu diskutieren. Da war er nämlich nicht da. Okay. Vielleicht nur noch vielleicht eins, weil mir das wichtig ist. Und das Frauke Petri zwar in der letzten Zeit mehrfach auch Pressevertretern gesagt hat, das aber in der Form noch nicht veröffentlicht ist. Was zwar immer wieder kolportiert worden ist, aber definitiv von ihr nicht geplant ist. Sonst müsste sie mich nur wirklich drastisch belogen haben die letzten Wochen und Monate. Was nicht geplant ist, ist hier der Durchmarsch eines Flügels. Sondern nicht ohne Grund. Genau, es wäre töricht, weil das tatsächlich zu einer Spaltung führen würde. Und das, eine solche Spaltung kennt am Ende nur Verlierer. Das ist vollkommen klar. Das heißt, das Ziel muss sein, dass diese Partei zu, ich sag mal, wenigstens 80% zusammenbleibt. Alles andere wäre existenzbedrohlich. Und deshalb gibt es aber eben Leute wie einen Professor Meuthen, Volkswirtschaftsprofessor Baden-Württemberg,
Lucke Lager, ja, der jetzt eben angefragt ist und sich auch positiv dazu geäußert hat, auch gesagt hat, dass er einem für einen neuen Bundesvorstand dann zur Verfügung stünde, um eben dieses Lager zu repräsentieren. Es sind Gespräche sogar bis hin zu Vertretern des Weckrufes geführt worden. Ja, das ist wie mit dem heimgekehrten Sohn. Ja? Jetzt muss ich als Atheist das erklären. Nee, nicht nur Stabatti, es ist auch mit sehr viel mehr Leuten gesprochen worden. Der verlorene Sohn. Ja, ich bin eben Atheist. Ja. Stabatti wäre sowieso eine super Lösung, weil der ist zwar beim Weckruf, aber der weiß auch, wo da die Grenze ist und der hat sich, glaube ich, einfach in der Lage gemacht. Ja, damit habe ich kein Problem. Solange jemand bei TTIP ist und nicht das Gefühl hat, dass alle anderen unanständig sind, habe ich damit auch kein Problem. Also ich habe kein Problem damit, dass Transatlantiker und TTIP-Befürworter in der Partei sind. Aber nur, dass das mal klar wird. Und das sollte auch den Petri-Unterstützern klar sein, dass das nicht das Ziel sein kann. Ja, es gibt ja so ein paar Scharfmacher, die jetzt sagen, ja, jetzt machen wir aber den Durchmarsch. Und Petri, und dann bitte, Frau Petri, jetzt benennen Sie bitte noch 10 Leute, die wählen wir Ihnen alle in den Vorstand und dann räumen wir ja mal richtig auf. Das wäre dumm und das ist nicht geplant. Sondern wir müssen den Leuten, die, ich sag mal, ehemals Lucke Lager sind, die möglicherweise jetzt so ein bisschen schwimmen, und auch einigen und möglichst vielen aus dem Weckruf signalisieren, ihr seid weiter willkommen, sofern ihr bereit seid, mal zu überprüfen, ob diese Partei nicht auch ohne Bernd Lucke was werden kann. Also nur noch ein Satz dazu. Die Partei muss das Gleichgewicht halten, das sie jetzt hat. Sie darf in der Tat nicht jetzt nach rechts ausbüchsen. Also das ist völlig klar, denn wir haben immer vertreten, die Partei hat zwei Flügel, das ist sowieso schon sehr verengt, aber sie lebt nur davon, dass der wirtschaftsliberale Teil natürlich in der Partei eine entscheidende Rolle spielt. Das ist klar. Gut, dann dürfen wir uns herzlich bei Ihnen bedanken. Und,